Ich finde Rami ist ja total sexy. Was? Ist er auch. Das liegt an der natürlichen Natürlichkeit. Also, ich will das nicht sehen. Incoming. Spannend, ne? Hallo, Leute. Resist Defense Damage. Defense takes more damage. Habt ihr es auch gesehen? Nee, ich hab's weggeklickt. Ich hab's auch weggeklickt. Entschuldigung. Bin ich jetzt der Einzige, der mich informiert hat und Anstand hat? Ja, du kannst uns ja mal erzählen, was es damit auf sich hat. Was ging denn? Was war denn? Ich würde erstmal sagen, dass wir die Zuschauer begrüßen. Ne, hat Fred doch schon gemacht, oder? Hallo. Ja. Hallo. Hallo, Fred. Hallo, Zuschauer. Ihr heißt jetzt alle Fred da draußen. Ja. Weil wollen wir das? Haha. Auch die Damen, die heißen Fredina. Besonders die Damen. Frigide? Nee. Wie ist die, Friederike ist das, ne? Die weibliche Form? Wahrscheinlich. Franz, du bist hier gerade vorbeigelaufen, hast so ein grünes Ding fallen lassen. Was? Nö. Danke. Was? Was für ein grünes Ding? Bist du sicher? Ja. Aha. Wo sind wir denn überhaupt? Guck mal, wir haben hier so... Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich krieg nur... Oh, jetzt hab ich... Diesmal war ich's. Achso, nee, ich war das. Ja, eben. Du drückst die ganze Zeit M. Ja. Aha. Warte, hier. Wenn ihr eure Sachen abfallen lasst, die hab ich schon gemacht, die hab ich gerade schon gedrückt hier. Das hätte mich sehr gewundert. Wie sieht's denn aus hier jetzt mit Fallen und so? Ich würde mich um diese Lane hier oben kümmern, gerne. Wie heißt die denn? Weiß ich nicht. Wo steht es? Ich würde nach oben rechts gehen, habe ich spontan entschieden. Echoing Tunnel. Oben links. Ich bin oben rechts. Aber Basti, wir brauchen ja von dir überall trotzdem Barrikaden. Ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Lass mich doch mal einfach nur sagen. Ey. Kümmere ich mich hier um diese... Das hier bin ich jetzt. Mann. Achbon H. Ich sag's ja nur. Du sagst es nur? Ich sag's ja nur. Ich stell mal überall bei jeder Seite einmal so eine Kavirms-Falle hin, ne? Was ist das hier? Ja, Kavirms-Fallen sind immer gut hier. Hat jemand da was gegen? Nö. Das ist gut. Nö. Hier ist ja ein Subcore direkt bei dir, Rami, ne? Das ist ein Subcore, ja. Gut, dann stelle ich die Barrikade mal noch davor, ne? Oh, mach das. Was ist das hier? Trambo? Okay. Das ist ein Subcore, wenn man da subscriben kann. Ha! Ich möchte hier direkt ansabben. Ansabben. Ich will auch ansabbern. Okay, wer macht denn welche... Also, Rahm ist bei den gestellt hier, ne? Flooded Catacombs, oder? Flooded Catacombs, ich weiß nicht. Ich denke, hier vorne am Rand von diesem Blitzding, da passt die gleich sein. Genau, ich bin die geflatterten Katakomben. Okay. Ja, und ich bin die Deeper Caverns. Okay, dann nehme ich die Ancient Sluice und Basti nimmt die Echoing Tunnels, oder was? Ja. Wo waren die? Das ist da, wo du vorhin gesagt hast. Da oben links, okay. Ja? Ja, gut. Gut. Ob das dann geht? Ich bin sogar schon fertig hier. Ja. Ich bin auch fertig. Ich baue noch bei jemandem, irgendjemand kriegt noch eine Falle. Aber noch nicht raus. Kürmchen, hier du. Hier, ich. Stellst du doch am besten da oben drauf? Oder schießt das dann nicht runter? Ich weiß es nicht, aber hier oben, ich stell's hier unten drauf. Na gut. Aber mach's ordentlich, ne? Oh, Moment, ich muss zurücklaufen. Wombat-Face. Ich habe mir übrigens zwischen den Aufnahmen... Wombat-Face? ...habe ich mir eine Waffe gekauft. Oh. Ja, komm nur her, ich sehe dich schon. Wenn du so viel Kohle gehabt hast... Genau. Nee, weil ich einfach vorher keine Waffe hatte. Oh, diese Drachen sind so doof. Oh, ich bin fast tot. Hier, nehmt das. Ich kann da nichts gegen machen, der steht in der... Der Drache stand hier in der Schutzzone. Aha. Ja, ich habe die Sachen auch nicht zu dicht daran gebaut jetzt. Das ist glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Whoop. Nur als Anmerkung. Whoop. Das hat mir nämlich schon öfter gesagt, dass wir die ganzen Barrikaden und solche Geschichten nicht zu dicht daran bauen wollten, an die Ausgänge. Ja. Das Problem ist ja hier der Subcore, ne? Echt? Warum ist die Barrikade kaputt? Was? Warum das denn? Wie kann das sein? Warum ist sie kaputt? Ich weiß nicht, was hier... Da war... Was machen denn jetzt eigentlich die Viecher, die jetzt neu gekommen sind?
Oh, genau. Keine Ahnung. Rami, du hast es dir angeschaut. Die haben irgendwelche Resistenzen gegen Magie und so. Oder Eis. Okay. Aber was ist kann nicht? Das sein, dass die anderen auch heilen? Das stand da nicht. Also bei mir hat sich vorhin einer so eingebuddelt. Aha. Wo ist der hin? Und hat dann angefangen, die anderen zu heilen. Aha. Okay. Fuck! Vielleicht hätte ich meine, es läuft voll gut hier unten. Ja, hier ist halt die Barrikade weg. Das ist echt ungünstig. Ich muss jetzt selber kämpfen. Also bei mir ist gerade Kindergarten angesagt. Kindergarten? Mir passiert gar nichts. Busday, oh yeah. You're on the attack. Wo ist denn der Kindergarten? Das ist bei mir, ist alles gut. Ach so. Na, okay. Bastis Barrikade ist auch hier verschwunden. Warum? Was macht ihr denn da? Kommen bei euch viel mehr als bei mir oder was? Nee, aber ich hatte hier so ein kleines Problem mit meinem Kopf. Okay, das gucke ich mir jetzt an, weil der reitet auf einem Dark Magie Mage. Oh, der heilt. Oh, der beschwört Skelette, das sind immer diese blöden Mistviecher. Damit hatte ich im ersten Teil Probleme, weil die nämlich immer... Die sind sauereiig. Im ersten Teil haben die nämlich immer hinten gestanden und haben die ganzen Skelette nach vorne beschworen und haben dann selber nichts abgekriegt. Mhm. Ja. Also Bastis Barrikade stand gut, aber die war zu weit vorne. Basti, hier vorne, kannst du nochmal hier hinter die... Ich hätte gerne auch eine Barrikade, nervigen. Wobei... Ja, ich kann das auch ohne. Voll die nervigen Teile. Ich kann das auch ohne, ey. Also hier, die Blitzaura, könntest du die eventuell ein bisschen hier in die Richtung packen? Weshalb? Was? Wo braucht ihr denn? Weil die dann hier, wenn hier eine Barrikade alles steht, bestens. Dann stehen die möglichst lange in der Blitzaura drin. Oh. Und es wäre ganz gut, wenn Basti dann hier hinten die Barrikade hinbaut, weil ich hatte gerade einen Drachen, der hier hinten in dem Ding drin ist. Ja, aber der steht wegen der Barrikade da drin, nicht wegen meiner Blitzfalle, ne? Ja, richtig, aber wenn die Barrikade hinten ist, dann ist es ja auch so voll die Blitz... Den Blitz. Was machst du denn da, Rami? Ich sammle Sachen. Ich habe mir ein Item angeguckt. Ich habe überlegt. Das ist so meine Art. Ich überlege immer so laut. Oh, guck mal. Wie beim Essen. Ja, beim Essen ist das auch immer. Sieht aber lecker aus. Da unten, kann man da unten in das Wasser reinfallen? Kann man, aber dann, das macht man nur einmal alle 20 Sekunden. Aber warum liegt da das ganze Zeug rum? Ist doch Quatsch. Achso, hast du recht? Ja. Moment, das hole ich mir jetzt aber auch. Nee, du stirbst. Ja, aber ich krieg das, ich hab das ja trotzdem dann. Übrigens, kratz zu Level 11. Sehe ich jetzt gerade, wo du gestorben bist. Level 11. Ja, das Tolle ist, bei mir gibt es halt so drei komische Dinge Items. Hier Item. Diese Fischer Crabs. Oh, dann kann ich die hier runterkicken. Nö, hier komm. Ich muss noch zweimal sterben, dann können wir in die nächste Runde fallen. Nein! Aber denkst das ist ja echt den ganzen Zeit. Was macht ihr denn da? Das Level hat mich runtergemobbt. Ich spring da runter, weil hier unten Gold und Mana ist. So. Ja. Geh. Kann man machen, ne? Geh. Oh, Fred, jetzt aber schnell. Ich komme ja. Kann man da hoch? Oh. Flug. Ach so. Da ist die Forge. Stimmt, Fliegeviecher sind hier. Da. Aha. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Zumindest auf meiner Seite. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Äußerst gute Arbeit. Sehr gut. Gute Arbeit. Sensationelle Arbeit. Grandiose Arbeit. Wie war die Arbeit? Naja, geht so. Okay. Hier, ich helfe dir mal, Franz. Was ist denn los? Der rennt ja durch. Der rennt durch. Sauerei, immerhin haut er den Turm nicht. Wobei, der haut ihn schon. Trotzdem eine Sauerei. Oh, ich bekomme aufs Maul. Geil. Geil. Subcore. Das ist meiner. Hallo? Das ist meiner. Achso. Das sind Fliegenviecher. Die sind ja fies. Au, der ist noch fieser. Oh nein. Oh, bitte nicht. Aber ohne die Heldenfähigkeit wäre ich auch. Nein. Muss ich mal sagen. Oh nein. Oh. Ja, man muss die Heldenfähigkeit schon echt zwischendurch einsetzen. Ja. Was macht ihr da? Was ist los? Ich bin rückwärts in die Sicherheit gesprungen. Du weißt schon, dass das nicht so schlau ist, ne? Oh, da unten sind ganz viele Mana-Sachen. Oh, das ist auch falsch. Du musst sie so rausschmeißen, dass die... Lass den Turm heile, du Sau. Es geht nicht anders, Fred. Huch. Dankeschön für den Wirbelwind. Wirbelwind? Ich dachte, da waren halt Leute, ne? Und die Barrikade ist weg. Ja, da war, glaube ich, gar keine. Sims Upgrade dauert ja lange, wenn das innerhalb des Levels ist.
Yay! Ja, das hat Quinn schon, aber ansonsten... Was macht denn der hier? Level up. Hier hat sich jemand eingebuddelt. Warum? Ja, das ist dieses lila Ding, das heilt die Gegner in der Nähe. Und wie kannst du das kaputt machen? Achso, das ist jetzt einfach weg. Lila Ding da in der Mitte? Du wurdest vielleicht von deiner Blitzfalle getötet. Bis gleich. Wie bis gleich? Willst du weg? Ich bin gerade wieder mal gestorben. Achso, okay. Und warum stirbst du? Achso, ja dann. Das ist in Ordnung. Ich muss, manche Mobs muss ich mit den Fallen ins Wasser schubsen. Und blöderweise, naja, packen du dich selbst halt damit. Nee, packen die halt auch das Mana darunter und so. Und das Mana ein bisschen halt stolz, denn ich bin bisher noch kein einziges Mal gestorben. Hier ist wirklich wenig Zeugs, ne? Muss ich gerade mal feststellen. Oh, aber Mann. Es gibt ja am Ende der Runde immer so eine Bonus-Truhe. Truhe? Ja. Eine Bonus-Truhe? Ich hau jetzt überall nochmal Fallen hin, damit ihr einem auch weniger zu jammern habt. Das ist gut. So. Vor allem, ich habe da oben überhaupt keine Fallen. Bei mir bitte nicht. Das ist ein bisschen ungeeignet. Sonst jammer ich. Du jammerst? Ja. Bret. Oh. Hier ist ein kleines Nun Camp jammer mit Zelten. Nicht. Wer schläft denn hier? Rahm, hat dich deine Freundin rausgeworfen? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Sie hat gesagt, wir campen. Ich frage mich sowieso, wo sie ist. Ja. Sie wollte ein anderes Zelt haben. Hier fehlt eine Barrikade, ne? Hier fehlt eine Barrikade, das stimmt, aber ich kam auch so gut durch. Ist eigentlich sogar ganz praktisch, wenn die nicht da ist. Weil dann, die dann nicht da stehen bleiben und. Ja, weil die dann halt nicht kaputt hauen. Ja. Ja, man muss einfach die vorher töten, die Mobs. Das ist ja ein Simpel. Dann ist das ja ein Simpel. Hör mal auf den Meister hier, ey. Check mal die Facts, Alter. geh. Zack. Stimmt. Geh ich mit. Was? Oh, ich werde so unter Druck gesetzt. Der Witz wird auch nicht alt, ne? Nö. So unter Druck gesetzt. Ich springe gerade mal durch die Gegend hier. Ich weiß nicht, warum. Du hast da doch die Pressure Caps. Die Verbindung ist gerade mal schlecht hier. Danke. Wow. Ist gerade unspielbar. Was ist hier denn los? Die Verbindung ist super. Nee, ich zuppel hier gerade durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, man oder? Man hört dich auch nur roboterhaft. Ah, das ist schlecht. Eigentlich lädt er gerade wieder Minecraft hoch. Nee. Oder Lego. Ja, das stimmt sogar. Eigentlich müsste die Folge mittlerweile schon fertig hochgeladen sein. Das ist jetzt super. In dem Moment eigentlich fertig. Sollte sein. Gut. Was lachst du denn da? Hat einfach Schluck auf. Ich lach gar nicht. Niemand lacht. Das ist ja furchtbar hier. Das liegt an der Verbindung. Das liegt wirklich an der Verbindung. Oh, ein Heiler. Ah, ich bin tot. Nein! Geh zum Subcore oben rechts. Der wird gehauen. Oben rechts. Subcore oben rechts. Ich renne. Jetzt mal vollkommen Murks hier. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Ich muss weg. Oh, ich muss niesen. Oh, oh, oh. Oh nein, Fred muss niesen. Die Verbindung sollte wieder besser gehen. Hallo. Okay. Hi. Bist du da? Hi. Ich bin wieder da, zu mir. Mach das. Tschüss. Vielen Dank. Zum Glück war da eine Barrikade, Basti. Wie geht's? Ah, ich bin tot. Der Subcore ist aber mal richtig runter hier. Maincore Under Attack. Warum das denn? Weiß ich nicht. Wer ist so ein Typ? Wer ist von dir durchgelaufen, Franz? Bestimmt. Das wüsste ich nicht. Ist er von mir durchgelaufen? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Huch. Ha! Was ist das denn? Wurde doch heldenhaft beschützt. Was? Hier geht alles kaputt. Hier unten sind Items. Ah! Hilfe! Ich bin schon wieder tot. Also mir kommt alles durch. Kannst vergessen. Dir kann ich nichts mehr machen. Moment. Das ist ja auch ein Boss. Du musst ja sagen, dass da ein Boss ist. Was ist denn hier? Kinder. Ich glaube, mein Spiel hängt. Aha. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch jetzt mit uns zu Gründen gehen hier. Ich komme mal gleich wieder, ne? Okay. So, der Plaguing Hulk, der ist also hier... Also bei Basti oben links ist ein Boss. Der ist jetzt, glaube ich, jetzt am... Ich bin gerade in der Mitte hier. Ja, genau. Mach mal. Ich komme. Ja. Der Hulk. Ich hab erstmal bei mir auch. Ich bin wieder tot. Ja. Aber Basti! So, kaputt. Damit. Oh! Nice. Oh, ich bin fast tot. Was ist das? War das gerade ein lächelndes Schwert? Warum kriegen wir den jetzt so auf den
Die sind halt Level 14 gewesen, stellenweise. 14. So, ich komme. Wir haben es geschafft. Aber gerade so, hier ist alles kaputt. Jetzt kriege ich schon wieder nicht die Erfahrung aus dem... Stimmt, Fred fehlt dir auch. Ach, war das eine Runde. Das ist ich muss mal upgraden hier. So, ich bin wieder da. Hallo, Fred. Hey, die Monster wollten nicht warten. Tut mir leid. Hallo, ich bin zurück. Zurück bin ich. Ja, die Landing Phase haben wir jetzt geschafft, oder was? Mhm. Bei Basti kam ein Boss. Boah. Jupp. Ich hab gedacht, das wäre so ein beschworenes Skelett. Genau, oder richtig. Nee. Ich hab mich schon gewundert, wieso das so krass zuschlägt. Der war ein bisschen überdimensional. Bin mir nicht sicher, was sind denn die Bosse? Verdammt. Bitte? Was sind denn die Bosse? Wie sehen die aus? Also ich habe hier zum Beispiel. Die sind einfach so mega groß gewesen. Die haben vor allem einen roten Namen über sich drüber mit Levelanzeige. Ja. Und werden, glaube ich, auch durch ein Icon angekündigt. Ja, okay. Wenn man auf sowas achten würde, bestimmt. So, wollt ihr denn irgendwie Türmchen haben oder so? Moment. Also Türme, bestimmt. Also wenn du was über hast, dann gerne, klar. Ist halt ich habe gerade keinen Mana, weil ich rausgeflogen bin. Oh, hier muss dringend hier das Blitzdings da repariert werden. Ich upgrade das einfach mal. Ja, so. Ich habe hier auch mal so ein Dingens aufgestellt, das stelle ich jetzt bei allen auf. Ich habe leider kein Mana wieder mal. Ich habe diese Runde überhaupt gar keine Tour bekommen. Was los, Freight? Das kann doch nicht sein, Freight. Oh, no. Mon Dieu. Wahrscheinlich nicht, dass jemand immer raus und wieder reingeht. Ich muss immer eben sterben, ne? Immer unendlich viel Mana. Okay. Wow, ich hab dadurch 2 Mana bekommen. Durch das Sterben. Lohnt sich. Ja. Es ist halt echt wichtig, die Barrikaden und so zu reparieren. Ja. Das sagst du jede Runde irgendwann. Ihr macht's mehr. Einfach nicht. Ich hab ja keine mehr. Auf den guten Fred, der weiß immer Rat. Hier, ich repariere deine Barrikade und bin jetzt oben. Ja, oben. Oben? Heißt es. Oben. Out of. Ich bring mich auch noch ein paar Mal um. Ja. Da liegt auch noch hier Zeugs drin in der Hier sind noch zwei. Oh ja, das sind. Oh, ich bin. Oh, jetzt bin ich tot. Das war ein Bug. Trendy Entertainment. Ich konnte im Wasser laufen. Ich bin nicht Jesus. Nicht? Ja, oh, bin ich? Oh. Nein, ich habe nichts eingesammelt. Ich habe was eingesammelt. Ein Mana. Das sah gut aus, Fred. Na, hast du so gesagt. Wie sieht's bei euch aus? Moment noch. Was heißt im Moment noch? Es tut mir leid, aber irgendwie landet hier alles irgendwie im Wasser. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Da unten ist so viel Mana, ey. Ich weiß. Ich kann das nicht einsammeln. Du kannst da... Sterb vorher. Das blaue Mana, oder was? Ja. Ja, das sterb vorher. Selbst wenn ich genau drauf springe. Blaue Mana brauchst du doch... Nein! Hast du das nicht voll? Das blaue? Ja, stimmt, das blaue habe ich voll. Ja, das ist richtig. Na, das ist so. Ja! Ich hab den Helm gekriegt. Okay, ich bin gleich soweit. Ja, ja. Du meinst nicht noch irgendwas... Ja, ja. Das ist nur Gold. Das ist super. Gold brauche ich nicht. Was? So. Okay. Was passiert hier mit den Pressure Caps? Soll ich euch mal Druck machen? Da kommt Wasser dann raus. Ich mache euch mal Druck. Genau. Sehr gut. Ah. Ja, aber dadurch kicke ich die halt ins Wasser immer die ganze Zeit. Du hast Druck. Ich hoffe nicht. Rahmfred, Flugmonster bei euch. Ja. Oh. Wo kommen die? Wo die kommen aus der Seite. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Ich war zu lange im Wasser hier. Ah, ja, ich weiß nicht, wo die Flugmonster halt rauskommen. Bei einem Grad draußen, wa? Na, mit Glatze, was denkst du, wie das? Wir tun gerade den Zuschauern ein bisschen leid, wo gerade der Schnodder aus dem Bildschirm geflogen kam. Oder aus den Lautsprechern. Stell dir's mal vor, ey, klatsch. 3D. Wenn dir zu kalt ist, Franz, dann musst du vielleicht deine Augenbrauen noch ein bisschen wachsen lassen. Und mir dann über den Kopf drüber kämmen. Schon hat man einen schönen Schal. Zwei sogar. Zwei Schals. Mütze und Schal. Eins nach oben, eins nach unten. Eine Schalmütze? Ja, genau. Wir haben eine Schalmütze. Eine Scharmütze. Was? Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Ach, das war resistent gegen Zeugs. Stimmt ja. So, ich habe hier ein paar Flugviecher kaputt gemacht. Ja, hier, die kommen erst so ein bisschen später anscheinend. Die lassen sich gerade mal Zeit. Ja, die kommen jetzt bei Ram. Ja. Ich sehe sie. Ach, der heilt da hinten. Der so, auf dem Buch. Dich verprügel ich mal. Der Buchmann. Der hat voll viel Leben. Genau, der Buchmann, der muss getötet werden. Ja, aua, nicht mich. Der hat super viel... Oh, der ist jetzt im Wasser. Main Spawn Attack. Was ist los? Das ist bestimmt ein Flugding.
Also das ist aber ein dickes Flugding gewesen. Der ist bestimmt bei Franz durchgelaufen. Nein, bei mir ist niemand durchgelaufen. Ist der weg? Der verhaut mich hier jetzt aber. Was soll denn das? Okay, also damit geht das nicht. Oh mein Gott. Das sind Gott. Noch richtig dicke Viecher, die hier Ich bin tot. Wir sind solche Pros. What meinst du mit Toad? Hier läuft das tatsächlich gerade mal erstaunlicherweise. Pro Gamer Fresh Friends, Pro Gamer Fred Vorlauf, Pro Gamer Everywhere. Ich bin nicht. Appleware? Verkaufen Appleware. Die jetzt auch schon. Pro Gamer. Ja. Die verkaufen Pro Gamer, genau. Oh nein! Hilfe! Dadurch, dass ich gerade weg war, sind die hier durchgekommen. Die Barrikade ist tot. Oh! Subcore, brauchst du Hilfe? Ja, Subcore. Gut, ich kann gerade nicht. Super. Ich kann gerade nicht, sorry. Ich kann gerade nicht. Fällt mir gerade mal auf hier. Hier sind ich sterbe dauernd durch die blöden Explosionsgoblins. Ich brauche mehr Mana, man kriegt echt zu wenig Mana hier. Es ist schlimm. Frechheit, Trendy, fix it. Die haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Bitch. Ah, Bildphase. Ui, das war jetzt aber nicht so schön hier bei mir. Nee. Das ist aber die letzte Welle, das kriegen wir doch bestimmt hin, oder? Natürlich. Die Frage ist, ob wir noch irgendwo so einen kleinen Boss kriegen, ne? Können wir ja sehen. Wir kriegen das locker hin. Können wir ja sehen. Das sieht man nicht danach aus. Oh. Nee, das sieht mir auch nicht danach aus, das stimmt. So. Ich habe einen Mana schon wieder. Wow. Springen ins Wasser, hier, da gibt's mehr. Basti, kannst du hier deine Barrikade aufstellen? Ja, ins Wasser springen ist immer so eine, weiß ich nicht, uncoole Aktion. Wenn mir jemand neuen Mana gibt, Links gibt. Ja, kriegst du. Komm einfach mal ran. Womit schmeißt man Mana weg? M? Ja. Martha. Wie Mana. Womit vorne man sich noch selbst beim Subcore, Basti. Komm sofort. Oh Mann. Meint ihr, wir kriegen das hin? Wo willst du es hin? Ja, klar. Direkt, das wollte ich hören. Direkt am Subcore bei der Blitzfalle von dem Franz. Das wird easy peasy, Herr Rahm. Ja, das genau die Einstellung will ich hören hier. Thanks. Okay, gut. Basti, noch eine Blitzfalle oder passt das? Ich nehme immer gerne alles, was, ne, aber. Joa. Ich bin eigentlich auch relativ gut klargekommen. Kann man das hier aufsammeln oder ist das. Ja, hier ging das erstaunlicherweise auch so ein bisschen. Achso. Oh. Wie Nordina für irgendwas. Ich glaube, das ist mein Stäblein gewesen. Was ist eigentlich hier der Maincore? Was ist denn das? Ist das. Hier gibt es hier doch zwei Stück. Es gibt zwei. Destille oder was? Weiß es nicht. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich Sachen daraus trinken würde hier. Das ist eher so eine Kanalisation hier. Wasser! Ich bin viel zu klein für die ganzen Items. Bitte? Oh. Was? Ich passe da gar nicht rein. Das sind alles Level ab 12, ab 16 und was weiß ich was. Wie krass, dabei habe ich für 10 bis 15 gewählt. Ja. Die Levelstufe. Es kann sein, dass ich hier Hilfe brauche, Franz, zwischendurch. Du musst einfach schreien, wenn es soweit ist. Hast du noch zwei Mana, Fred? Ja, yep. Liegt hier. Super, weil dann baue ich hier einfach nochmal Hilfe auf. Ich habe noch einen Mana, falls noch jemand braucht. Hier so, oder was? Ja, das ist von der Wohltat. Gut. Super. Gut. Was macht das? Das ist auch Blitz. Ja, oder ist das doof? Dann baue ich das weg und... Ja, also. Das Blitz ist natürlich besser, wenn du das hier nochmal... Warte. Schneller. Geht. Ich baue dir gleich nochmal was Cooles hin. Blitz kann ich. Gib mir doch das Mana, weil dann kann ich nur einen Feuerballturm machen. Nein. Komm schnell. Los, Kombatphase. Kombatphase. Hier. Also, hier. Ja. Dieser Heil-Fels-Dino-Affe. Ich weiß auch nicht, was das ist. Subcore Under Attack. Was ist da denn jetzt los? Sofort. Ah, es ist nur bei mir einer, der hier an der Barrikade vorbeigelaufen ist. Das machen dann ist kein Problem. Zuhauf. Wessen Haufen denn? Dabei sollen die doch extra, Pressure Blade! Dabei sollen die doch extra Akro ziehen, die Barrikaden, oder nicht?
bin tot. Ja, die gehen, also steht zumindest im Tooltip. Eben. Hier beim Subcore sieht es ziemlich böse hier aus. Hier kommen Fliegeviecher, das ist schlecht. Fliege. Oh mein Gott. Oh, ist gar nicht so verkehrt hier. Ah, wie sieht es aber nicht aus, soll ich vorbeikommen? Oder? Ich glaube, wir verlieren einen Subcore. Nee, passt schon. Meiner ist sicher. Nee, ja, nicht ja, der von Fred ist durch. Oh. Und ich muss jetzt hier aufpassen, weil die gehen alle durch bis zum Core. Ja, ich stell mal ganz du hast schon. Noch sehr gut. Main Core, Another Tag. Ach, Main Core. Du, dann können wir hier uns aber zusammentun, Franz. Ja, sehr gut. Meine Lane jetzt, okay, die sind auf der anderen Seite hier, ne? Kann ich von hier aus schießen? Ja, trifft sogar, wow. Das trifft. Crazy. Oh Gott. Kann das Ding mal weggehen, bitte, hier? Vielen Dank. Thank you. Ach, die kommen von dir, die kommen auf der falschen Seite. Mhm. Ja, die sind genau. Stellenweise echt Level 14 hier. Das ist kein Wunder, dass das so knackig ist. Oh! Alter, kommen hier viele. Au, mein Kopf! What the fuck? Mein Car ist anders. Alter! Ja, wir verlieren das Ding, glaube ich. Also, ja, das ich fast danach aus. Kann zumindest nicht aushelfen gerade. Ich bin tot. Ich soll ich mal helfen? Oh, was ist hier denn los? Nee, vergesst das. Wir machen was ist hier denn los? Warte. Ich krieg das noch hin. Das kriegen wir noch hin. Der hat noch 900. Ich bin tot. Der hat noch 500. Der hat noch. Nein. Oh. Warte, das kriegen wir noch hin. Ich komme. Ja, das ist jedermanns Spiel. Können wir mal die Zeit zurückspulen, bitte? Ach, verdammt. Was ist das denn hier? Alles einsammeln. Yay. Das war ja mal. Dürfen wir jetzt noch einsammeln? Das ist ja krass. Das ist ja nett. Ja, aber das war ja mal ein Reinfall hier. Wir können doch nicht versagen. Wir haben ja nicht versagt. Wir haben wir haben, schon. Naja, schon ziemlich, ja. Ich finde, man kriegt halt allgemein recht wenig Mana, deswegen ist das mit den Verteidigungen ein bisschen schwierig. Es wird halt viel mehr Wert auf die Figuren gelegt, auf die Helden. Naja, als die Sterben dauernd war bei mir, da war es eigentlich gelaufen, weil dann kamen noch mehr Monster auch durch die Kanalisation und zwar direkt. Also die haben nicht erst gewartet bis zur nächsten Runde oder so? Ja, das ist ja gemein. Die haben direkt, das stimmt. Also wenn man halt dafür sorgt, dass die Fallen nicht kaputt gehen, dann kann man halt nach und nach upgraden. Das hat bei mir auch öfters mal funktioniert. Ja. Man muss halt viel mehr, glaube ich, darauf achten, dass die Türme nicht kaputt gehen. Ja. Und die sorgen dann schon dafür, dass die Mobs down gehen. Ja, wenn natürlich so alles Eindruck. Weg ist, dann ist halt schlecht. Sollte jetzt aber auch nichts Überraschendes sein. Wo ist unsere Bonustruhe? Wir haben verloren. Das ist wieder vergessen. Vielleicht aber sollten wir auch nicht jeder seine Türme stellen, weil wir ja unterschiedlich skillen auch. Naja, aber es hat ja also. Na, so am Anfang ist das, glaube ich, Sachen. Beim Bonus. Sachen, die angenehm sind. Das stimmt schon, aber eventuell ist der Effekt größer, wenn nur die Leute ihre Türme stellen, die auch irgendwie Fähigkeitspunkte und so verteilt haben. Ich kann auch im Wasser laufen. Ja, man wird hier jetzt runtergeschossen. Ja. Voll cool. Das ist so immer runtergeschossen. Oh, cool. Nein. Was ist denn hier das? Hi, Basti. Tschüss, Basti. Hi, Fred. Tschüss, Fred. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal in Dungeon Defenders, oder? Das war doch eine spannende Folge. Wir haben das spannend. Das war sehr knapp. Also, ja. Das war wirklich knapp. Hero Damage Taken, minus 1,5 Milliarden. Wie dem auch sei. Was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sehe das auch gerade. Fred hat 820 Millionen Schaden gekriegt. Ja. Kann man das sehen, bitte? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ist die Folge schon zu Ende? Ja, ne? Jetzt ja. So, tschüss. Ja. Tschüss.